Hallo und herzlich willkommen zur dritten Aufnahme zu dieser Tutorial, zu den Quick Tutorials. Heute möchte ich euch gerne einmal die Doubles genauer erklären. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen komplizierter als in den vorigen Tutorials, aber trotzdem relativ einfach. Also ein Double, den nennen wir jetzt einfach Double D, kann in diesem Fall ein Value von, ja, einer bestimmten Sache sein. Also um genau zu sein, ein Double ist immer eine Gleichkommazahl. Kurzum, was sind Gleichkommazahlen? Gleichkommazahlen sind Zahlen mit Komma- und Nachkommastellen. Da wir uns hier im US-amerikanischen Bereich finden, werden die nicht mit Komma abgetrennt, das würde hier einen Fehler geben, sondern mit einem Punkt. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Ihr habt den Int schon erklärt bekommen. Beim Int ist es ja so, wir haben nur eine Zahl, eine Nachkommastelle ist nicht möglich. Beim Double können wir bis zu 15 Nachkommastellen machen. Und im vorderen Bereich können wir im Gegensatz zum Int nicht nur eine 32 Bit lange Stelle sozusagen machen, beziehungsweise 31 Bit lange, weil es ja auch noch im negativen Bereich gehen kann, sondern haben hier eine 64 Bit lange Stelle, die halt sozusagen im negativen Bereich 32 Bit und positiven 32 Bit entspricht. Was sind 64 Bit? 64 Bit sind sozusagen 8 Byte, die dann halt vom Speicherplatz weggenommen werden für eine Double-Variable. Wie geht das Ganze jetzt nun? Wir haben halt diesen Double D und können jetzt hier bis zu 15 Nachkommastellen reintragen. Aber wir tamosern. Wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also an sich sollte ich hier 15 rummosern. Also grundsätzlich sollte auf jeden Fall bis 15 Gleitkommastellen komplett genau sein. Danach kann es ungenau werden. Mehr braucht man eigentlich nicht zum Double wissen. Doubles sind eigentlich ganz schön, wenn man mehrere Doubles kombiniert. Dann kann man jetzt zum Beispiel hier 1,25 und Double X 1,35 machen und dann würde halt im nächsten, also im Double C, der dann aus D und X gemacht wird, würde halt 2,6 dann am Ende stehen. Das heißt, er nimmt halt diese Nullen, die hier hinterstehen würden, zeigt halt einfach nicht an. Ja, mehr Funktion hat eigentlich ein Double nicht. Ist vielleicht manchmal ganz schön, wenn man was damit Spezielles machen möchte. Man kann Doubles genauso wie Integers auch in Strings einbinden mit dieser Plus-Funktion, wie ich sie euch beim String erklärt habe. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, vielleicht einfach mal eben reinschauen. Ja, viel mehr braucht man an sich nicht zum Double zu wissen. Falls ihr Fragen habt, einfach wieder in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!